Willkommen zu einem weiteren Let's Play oder Let's Test. Ich werde schauen, in was für einem Umfang es sich zeigt. Haunted Memories. Wie man an dem Namen wahrscheinlich schon erkennt, geht es darum, dass im Schlaf irgendetwas passiert. Das ist auch das Einzige, was ich bislang weiß. Extras. Oh, Achievements. Cannot swim. DLC Store wird angezeigt, weil es in Episoden unterteilt ist. Und ich werde jetzt mal direkt in Episode 1 Haunt reingehen. Beziehungsweise ich werde erstmal die Musik und die Sounds etwas leiser machen. Und das war doch etwas laut für mich. Haunt Play. Auf normal. Mouse scroll will change your light source intensity. Okay. Da das Mausrad wohl nicht belegt mit Sachen auswählen, sondern mit Lichtstärke. Und nicht wundern, wenn ich heute etwas komisch klinge. Es ist der 1.1. Heißt, ich fange das Jahr super an mit einer Aufnahme. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch ins neue Jahr und so weiter. Habt natürlich kein Alkohol getrunken, sondern Spaß gehabt. Ich für meinen Teil habe nichts getrunken und das ist wirklich so. Und irgendwie dauert das gerade sehr lange. What would you do if you woke up in a place you have never seen before? Das bin dann wahrscheinlich ich. Jetzt will ich mal gucken, ob ich hier Optionen habe. Nochmal Exit, weil Untertitel möchte ich haben. Ich glaube, ich habe die gerade hier nicht gesehen gehabt. Es gibt keine Untertitel. Was ein Blödsinn. Gut, dann kann ich jetzt die erste Cutscene überspringen. Da ich weiß, dass es funktioniert, das zu überspringen. Oh, meine Güte, meine Nase. Störung ist wie immer BASD. Ich kann meine Hände sehen. Okay. Da ist eine Laterne. Es ist ja schon immer eine scheiß Idee gewesen, aufs Licht zuzugehen. Aber diesmal muss ich das wahrscheinlich machen. Ein laufendes Auto? As you are all aware of, the adaptation process is the most important process during our course specification assignment. This is why we have chosen to alter Facility 109's objectives from destruction to adaptation. We need this building, this facility. We cannot risk losing it. Destruction of the facility is out of the question. The distance from Coast to Green Park is minor. Perfect for our needs. It shouldn't be too difficult to come up with a convincing story of why the park is closed to the public. Okay, wer das sich nochmal durchlesen möchte, kann aber das Video pausieren. Pine Forest, the hill. Mm.
geht ja wirklich. Ich setze das Licht wahrscheinlich aus. Was war das? Zwei Sachen. Report. All operations have ended in success. Green Park Power Station is ready to receive new visitors. Area is secured and outside disturbance is not a concern. Better turn generator on. Okay. Wo bin ich jetzt? Ach, da unten. Dann gehe ich doch mal nach rechts. Und wenn ich nicht glaube, dass das eine super Idee ist. What the fuck? What the fuck? Rechts war ein Fehler. Okay. Damit haben wir das schon mal gelernt und ich konnte nicht speichern. Nee. Kacke. Was ist das für ein Viech? Wenn ich mir das aber auch so angucke, ich hätte wahrscheinlich mit Facecam machen sollen. Weil das Spiel gut Jumpscares reinsetzt, glaube ich. During our coast pacification assignment. This is why we have chosen to alter Facility 109's objectives from destruction to adaptation. We need this building, this facility. We cannot risk losing it. Destruction of the facility is out of the question. The distance from coast to Green Park is minor, perfect for our needs. It shouldn't be too difficult to come up with a convincing story of why the park all operations have ended in a success. Green Park Power Station is ready to receive new visitors. Area is secured and outside disturbance is not a concern. Wartet mal. Oh, der hat das hier vorgelesen. Green Park Power Station. Ich gehe mal weiter nach links. Oh, hier ist ein Auto. Meine Fresse, habe ich mich jetzt schon wieder erschrocken. Boah. Oh, ich kann springen. Hier hängt ihn. Ach, das ist... Und wo bin ich gerade? Da. Es ist mir eindeutig zu dunkel hier. Eindeutig zu dunkel.
Okay, ich weiß jetzt schon, ich werde dieses Spiel nicht fortführen. Ich kann nämlich mit Horrorspielen nicht so wirklich umgehen. Und ich wette, sobald ich oben angekommen bin, kommt wieder das Viech angerannt. Bin ich jetzt echt umsonst hier hochgelaufen? Anscheinend. Oh Gott. Was passiert, wenn ich... Ich glaube, ich habe mich festgepackt. Oder doch nicht. Oder doch? Wenn ich eins kann, ist es Bugs finden. Ich habe mich wirklich festgepackt. Und damit war ich Game Over. Okay, lassen wir das. Das Spiel ist irgendwie nichts für mich. Beziehungsweise ich brauche eine ruhige Nacht dafür, beziehungsweise Tag. Aber zum Reingucken, es sieht schön aus, es ist interessant, glaube ich, gemacht. Aber ich werde es mir irgendwann mal genauer angucken. Vor allem nicht so dunkel. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und haut mal in die Kommentare, ob ich das weitermachen soll, aber dann mit Facecam und mal ein Horrorspiel durchziehen soll.